Ja, ich habe ja versprochen, dass wir uns noch mal vor Weihnachten wiedersehen. Ja, wie gesagt, wir haben hier noch einige Reparaturen. Ihm fehlt ja hier unten irgendwas, ja. Und da haben wir uns einfach mal überlegt. Viele kennen das ja noch aus der Eisdiele 60er Jahre. So ein Cocktailschirm, den hat ein Bekannter mitgebracht, der ist abgebrochen. Und dann habe ich hier schon mal gelöst, dieses Teil. Dann habe ich dieses Papier, es ist ja nur Papier und hauchdünnes Holz, ein Loch reinzupulen. Dann legen wir den Kollegen einfach mal hin mit seinem Stöckchen und schieben dieses Ding so gut wie geht hier einfach rein. Das heißt, wir müssen jetzt unheimlich aufpassen, dass das reingeht. Es wehrt sich, es wehrt sich. Ah, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja. So, wir haben den Schirm jetzt eingegriffen. Natürlich würde der jetzt nicht passen. Klar. Zum Rumschleudern ist der natürlich viel zu weit. Wir müssen jetzt gucken, dass wir den zusammen machen. Das heißt, wir müssen den ein bisschen ziehen hier. Gucken, dass wir den jetzt gezogen kriegen. Ja, kommt, 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 kommt. Er darf nur oben nicht weiter rutschen. Ah, kommt aber. Guck. Und schon ist der Schirm zusammen. Wir gucken noch weiter, ob wir den noch weiter zusammengeschoben kriegen. So. Und dann gab es einen Ring bei den Schirmen, dass man den zusammen machen konnte. So. Jetzt hat ja eigentlich seinen Schirm wieder. Gucken wir mal. Ja. So, und jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Na, ganz, ganz klappt es noch nicht. Wir gucken mal, dass wir das noch ein bisschen weiter runterkriegen, das Ganze. Ja. Na, will noch nicht so hundertprozentig klappen. Kriegen wir aber hin. Ja. Ja. Mann, ist der Kerl nervös. Dem schlockern ja schon die Knie. So. Jetzt hat er seinen Regenschirm hier. Alles klar. Gut. Jetzt haben wir noch so einen Patienten. Aus dem alten Cocktailschirm haben wir jetzt natürlich jetzt den Schirm wieder repariert. Setzen da oben. Ich gucke mal, dass ich den ein bisschen festsetzen kann. Mit ein bisschen Holzleim hier oben. Die Spitze auf. Das ist ja Papier. So. So. Und fertig ist die Fabrik. So. Der nächste Patient, der wartet schon. Da haben wir das Auto hier. Ja, habt ihr ja schon gesehen. Können wir noch mal vorführen. Die Scheinwerfer verschwinden und klappen wieder hoch. Wenn den Scheinwerfer da wären. Ja, woraus machen? Gut. Da gibt es so Leute, die sammeln Knöpfe. Da haben wir hier Knöpfe. Einmal solche Knöpfe hier für Blusen. Dann gab es auch was Edleres, was schon aussieht wie eine Lampe. Ja, die hat natürlich hier hinten einen Pönkel. Wir haben hier einen schon mal etwas abgefeilt hier unten. Und den kann man dann bequem hier eigentlich mit Pattex aufsetzen. Und schon hat dieses Auto eigentlich wieder einen Scheinwerfer. Das machen wir mal eben. Wir gucken mal, was am besten klappt. Ich glaube, der Alleskleber geht ganz gut. Wir gucken mal. Das ist eigentlich der beste von Uhu. Klebt eigentlich ganz gut. Und schon hat das Auto gleich seinen Scheinwerfer wieder. Und den anderen machen wir dann passend. Das lassen wir einen Moment antrocknen. Und dann schauen wir mal weiter. Ein bisschen Papier hier. Bereits den bearbeiteten hier dran machen. Gut. Ja. Ja. Und schon sieht die Sache gar nicht so schlecht aus. Der erste Scheinwerfer ist dran. Jo, machen wir einfach mal den nächsten passend hier. Pattex zu. Knopf her.
Zange. Gut, dass das kein Messing ist, das ist nämlich nur Kunststoff. Und somit können wir hier das Kunststoff, die Öse wegmachen. Ja, schon passiert. Und dann nehmen wir hier eine Feile, eine kleine Schlüsselfeile und feilen das glatt hinten. So, jetzt haben wir es einigermaßen glatt hier hinten und haben quasi schon hier vorne den nächsten Scheinwerfer fertig. Wir machen hier wieder ein bisschen drauf davon. Ja. Er klebt wirklich gut, also Uhu, alles Kleber, extra stark, der ist schon spitze. So, dann gucken wir mal, dass wir den auch heile dran kriegen und dann haben wir eigentlich hier die Scheinwerfer wieder dran. Ja, und eigentlich müsste das auch schon funktionieren. Wir gucken mal, wann sie reinklappen. Ja, die Scheinwerfer sind weg und so klappen sie raus. Ja, ich würde sagen, ist schon wieder fertig. Ich würde sagen, die Sache hat sich gelohnt. Ganz einfach, mein Telefon geht oft. Immer wieder Notfälle, aber der muss warten, Sie nicht. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie uns gewogen treu. Bis demnächst. Daddy, unsere Lehrerin hat gesagt, immer wenn ein Glöckchen klingelt, dann bekommt ein Engel seine Flügel. Ja, so ist es.